Am 28. Februar 1933, einen Monat nach Machtantritt der NSDAP, wird die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat erlassen. Sie erlaubt Verhaftungen politischer Gegner. Kommunisten, Sozialisten und Gewerkschafter, Journalisten und Juristen werden in provisorischen Lagern inhaftiert. Die Lager entstehen über Nacht an gewöhnlichen Orten, in Turnhallen, Vereinsheimen, Jugendherbergen. Es herrschen Willkür, Misshandlung und Mord. Mit ihnen beginnt die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Erinnerungsbericht des ehemaligen Häftlings Hans Lohberger, 1982. Die Schläger der SA-Standarte 182 waren ausnahmslos betrunken, als wir in die Zellen der Sparkasse geprügelt wurden, denn sie feierten an diesem Abend des Führers Geburtstag. Von den Zellen wurden wir einzeln in die im Rathaus befindliche Polizeiwache getrieben. Dort fanden die Vernehmungen statt. Einer der ersten, über den die SA-Männer herfielen, war Genosse Konietzny. Sie schlugen ihn die ganze Nacht, dann lebte er nicht mehr.